Kalb ist einer der ganz großen Lithium-Ionen-Hersteller in China. Das Hauptquartier ist in Changzhou. Die Kapazitäten, die man heute hat, die liegen bei 50 Gigawatt, aber die Ausbaustufen sind klar definiert für 200 Gigawatt. Und Kalb plant in Europa ebenfalls eine Lithium-Ionen-Produktionsstätte, Batterieproduktion aufzubauen. Wir sind zusammen mit Sebastian Wieder. Sebastian Wieder ist seit über 10 Jahren mit Kalb zusammen und Sebastian Wieder ist Vice President des europäischen Geschäfts von Kalb. Ja, wieder. In Europa sind ja Kosten und Nachhaltigkeit die beiden ganz großen Themen. Wenn man gerade in die Volumenmärkte für Elektroautos geht, bis zu 50% des Fahrzeugpreises hängt ja mit an dem gesamten Batteriesystem. Wie will Kalb diese beiden Ziele, Kosten und Nachhaltigkeit, in Europa erreichen? Ja, die Kosten und die Nachhaltigkeit waren in der Vergangenheit immer gedacht, dass sie im Konflikt miteinander stehen. Heute mit den steigenden Energiepreisen, steigenden Energiekosten ist es natürlich so, dass Kosten und Nachhaltigkeit eigentlich der Schlüssel zum Erfolg sein werden, wenn man sie zusammenführt, weil wir in Zukunft eine sehr effektive Batterieproduktion benötigen. Wir brauchen dafür die Produktionstechnologien, die letztendlich auf Basis von erneuerbaren Energien auch funktionieren. Und wir brauchen aber auch die geschlossene Kreislaufwirtschaft für die Batteriematerialien, weil das Recycling und die Rückgewinnung von Batteriematerialien unter Energieeffizienzpunkten auch ein so wichtiger Punkt ist. Der eine Thematik an der Sache ist sicherlich die Technologien dafür, das heißt die Technologien zu entwickeln, sowohl auf der Produktionsseite als auch auf der Recyclingseite. Das andere wird aber auch sein, die Produkte so zu entwickeln, dass sie entsprechend konstruiert sind, dass man sie auch wieder verwerten kann. Man muss schauen, wie diese Produkte sich über die Nutzungsdauer sozusagen entwickeln, im Sinne eines Lifecycle Management. Wir müssen schauen, wie die Recycling-Systeme zu diesen Produkten am Schluss optimal ausgerichtet werden können. Das alles zusammen wird neue Ansätze brauchen, die auch die Zusammenarbeit zwischen Zulieferern, Batterieherstellern und OEMs oder den Actors, die sozusagen die Batterien nutzen werden, neu definieren und neu ausrichten müssen. Und ja, daran wird man arbeiten müssen in Zukunft, dass wir eben auch die Batterien wieder zurückbekommen und auch wieder der Kreislaufwirtschaft zuführen können. Für Kalb kann ich sagen, dass wir an allen Stellen dieser Kreislaufwirtschaft, aber auch in Bezug auf neue Energien, Recycling und Renewable Energien, an allen Stellen arbeiten, wo es immer Sinn macht und wo es immer möglich ist. Also, wir sind zusammen mit Kalb beim nächsten Battery Day in Braunschweig. Herr Wieder ist mit uns. Kalb ist einer der ganz großen und in Europa entsteht ein Riesengeschäftsvolumen mit Lithium-Batterien, mit Lithium-Ionen-Batterien. Wir freuen uns auf den Battery Day zusammen mit Kalb und mit Sebastian Wieder.